Ja, Leute, ich bin jetzt in meiner Dienststelle und es ist der letzte Tag. Gerade muss ich noch am Computer hier letzte Sachen machen, meine ganzen Dokumente nochmal durchschauen. So ganz zum Abschluss. Dann noch mein ganzes Fach, in dem ich einiges angesammelt habe, muss ich auch nochmal durchsuchen. Und ja, muss jetzt einfach alles abheften und so, was man noch brauchen könnte hier. Was man noch braucht und alles andere muss ich dann einpacken. Ich muss Sachen aussortieren und ein paar Sachen muss ich natürlich auch mitnehmen oder einige Sachen werde ich mitnehmen. Einfach aus dem Grund, weil ich das in Erinnerung behalten möchte und vielleicht, vielleicht dokumentiere ich das dann auch irgendwann mal so in einer Art Tagebuch oder so, keine Ahnung, damit ich da einfach so eine Erinnerung daran habe, weil ich meine, das war jetzt ein Jahr meines Lebens in dieser Bundesfreiwilligendienst und da finde ich einfach, man kann nicht alles abheften, man kann nicht alles als Erinnerung behalten, manches muss man eben aussortieren, aber ich finde, manches sollte man einfach bei sich behalten und um die in einen Ordner tun und in einem Ordner abheften, weil man vielleicht teilweise noch mal brauchen kann und teilweise weil einfach eine schöne Erinnerung ist. Also das sind verschiedene Sachen. Und wenn ich dann irgendwann ein paar Jahre zurückdenke und vielleicht das irgendwann mal dokumentieren kann, will, dann kann mir das auf jeden Fall helfen. Und zwar, das kann mir nur helfen, finde ich, weil ja, teilweise sind auch Sachen, die niemand braucht, aber ich bin natürlich so ein manchmal hebe ich auch einfach zu viel auf, das ist dann auch so die Gefahr, aber naja, ist eben so. Aber es ist grundsätzlich komisch, ich habe ja hier schon ein paar Videos gemacht, das ist mein Arbeitsplatz gewesen, hier das Büro und ja, das ist mein Arbeitsplatz gewesen und der von einer meiner Chefinnen, von dem her bin ich da. Ich hatte da Glück, dass ich einen eigenen Zugang, einen eigenen Desktop hatte, also keinen eigenen Desktop, aber einen eigenen Zugang zum Computer. Das heißt, ich hatte meinen eigenen PC-Zugang mit eigenem Passwort, das heißt eigenem Profil praktisch. Das war ziemlich cool und das heißt eigene E-Mail-Adresse bei der Stadtverwaltung und das war relativ cool und das war auf jeden Fall auch praktisch, ja. Nee, jetzt muss ich eben gerade auch gucken, welche Dokumente zum Beispiel nehme ich mit, welche schicke ich mir nach Hause, die ich auch als Erinnerung behalten will. Welche von diesen ganzen Sachen, die hier drin sind, braucht man in Zukunft noch für den Nachfolger bzw. die Nachfolgerin. Das heißt, da muss ich das dann drin lassen einfach und das heißt, ich muss das alles auseinander sortieren und das wird eigentlich heute so den größten Teil meines Tages bestimmen wahrscheinlich. Ja, und dann noch einfach so Aushänge aktualisieren, weil ich ja das ganze Jahr über gemacht habe. Ein letztes Mal so Kühlkontrolle und so weiter, das Ganze, weil ich das ganze Jahr über gemacht habe. Und das ist wahrscheinlich heute meine Aufgabe. Dann auch wahrscheinlich gibt es noch ein Abschlussgespräch und dann irgendwann heute Nachmittag gegen 5 Uhr Nachmittag, 17 Uhr oder so, wird es dann den Abschied geben. Es ist, wobei ich da auch sagen würde, ich habe mir da nicht wirklich was drunter vorgestellt. Also ich könnte mir nicht wirklich vorstellen, ich soll mir nicht das vorstellen. Ich meine, natürlich, ich hatte schon einen Abschied von der Schule, aber das war was anderes. Und so eine Erfahrung in der Arbeit, so mit Arbeit, so eine Job-Erfahrung und so hatte ich ja davor noch nicht. Von dem her konnte ich mir das auch nicht wirklich vorstellen, wie das wird. Ich habe da auch nicht wirklich Erwartungen oder so, weil du kannst ja keine Erwartungen haben. Weil letztendlich läuft es immer anders, als du dir das vorstellst. Es läuft immer anders, als du dir das vorstellst. Ich weiß, ich verstehe mich gerade komplett, naja. Nee, aber es ist eben so. Man kann sich das irgendwie nicht ganz vorstellen. Es läuft immer ganz anders, als man denkt. Ja, hier ist übrigens nochmal ein Schlüsselbund, den muss ich heute auch abgeben. Ich habe insgesamt 3 Schlüssel bekommen und dann noch so einen elektrischen Teaser. Auch zum Tür öffnen. Das war so praktisch der Hauptschlüssel. Der hier, das ist auch ziemlich cool, also ich will das auch einfach als Erinnerung behalten, deshalb mache ich das Video jetzt auch, damit ich irgendwann sehe, ach ja, das waren die Schlüssel, cool. Also die Schlüssel würde ich auch echt vermissen. Der Schlüssel hier war, den habe ich gar nicht mehr so benutzt eigentlich. Eigentlich nur, wenn ich ins Lager gegangen bin, in unser Getränkelager gegangen bin, um Getränke zu holen und Getränke aufzuführen, dann das war natürlich der wichtigste Schlüssel, auch wenn das ja der Hauptschlüssel war, war das der wichtigste Schlüssel, das war der Toilettenschlüssel, so die Privattoilette,
für die Mitarbeitertoilette. Also wo ich der wichtigste Schlüssel mit Abstand. Und dann war eben der Hauptschlüssel, der Generalschlüssel, der wirklich überall reingepasst hat. Im Haus, also und in unsere verschiedenen Räume. Also das war wirklich der wichtigste Schlüssel von allen. Und das Lustige ist einfach, wenn ich jetzt heute gehe, dann habe ich nur noch einen Schlüssel, meinen Hausschlüssel. Und das Lustige ist, irgendwann habe ich mich so an den Schlüssel gewöhnt, dann, wenn ich ihn mal zu Hause vergessen habe, das wäre ein, zweimal passiert, dann habe ich mich total nackt gefühlt ohne diesen Schlüsselbund. Das war echt komisch. Also das, man gewöhnt sich so daran und vor allem ist es auch eben ein cooles Gefühl, eben diese Schlüsselgewalt zu haben. Diese ganze Schlüssel zu haben und dann, also nicht Blödsinn damit zu machen, aber zu wissen, dass man einem die Schlüssel anvertraut worden sind, dass man wirklich da auch, wenn man mal zum Beispiel auch alleine war in der Dienststelle, dass man da wirklich auch mal irgendjemandem etwas aufschieben musste oder so und dass man nicht dann total aufgeschmissen war, wenn dann zum Beispiel man alleine war und einfach nichts machen konnte, weil man die Schlüssel nicht hatte. Und das war einfach schon ziemlich cool. Generell einfach dieses ganze, in diesem ganzen Jahr habe ich mich einfach auch so entwickelt. Ich habe mich immer mehr daran gewöhnt, städtische Telefongespräche zu führen. Am Anfang ist mir noch ein bisschen schwer gefallen, aber irgendwann habe ich mich total daran gewöhnt. Ich glaube sogar, dass ich irgendwie so Telefongespräche von Seiten der Stadtverwaltung aus besser kann als zu Hause telefonieren oder private Telefongespräche, keine Ahnung. Das stimmt wahrscheinlich gar nicht, aber ja. Und man hat, also ich fühle mich jetzt nicht wie ein Boss hier, das bin ich auch nicht, aber man bekommt natürlich Selbstbewusstsein, man sammelt Erfahrung und was man am Anfang sich nicht zugetraut hätte teilweise, das traut man sich dann am Ende zu.